Steuern, Sozialbeiträge, Versicherungen, Miete, Strom, Gas, Benzin, Jobverlust, Altersvorsorge, Kindergartengeld, GEZ und KSK. Klingt ja gar nach einem Song der Fantastischen Vier. Ist es aber nicht. Ist der aktuelle Titel der Wirtschaftswoche, meine lieben Freunde. Das zeigt die Presse, hält die Hand in die richtige Wunde unserer Gesellschaft und nennt die Probleme beim Namen. Den die Regierenden in den Parlamenten und die Opposition natürlich vorerst zeigen uns ja täglich, wie sie mit uns umgehen. Und kümmern sich immer nur dann um uns, wenn es um Wahlen geht. Ist es nicht so? Genau. Und selbst die Presse behält natürlich in Zeiten des Internets schwer den Überblick, was wichtig ist, was unwichtig ist. Und dazu wollen wir unseren Beitrag natürlich auch leisten, meine lieben Freunde. Aber wir sind schneller, frecher, wir sind einzigartig. Und deswegen ist es höchste Zeit, meine lieben Parteimitglieder und Freunde der Partei, sich dem Desaster vehement anzunehmen. Und die intelligente Presse, es gibt ja Bayern-Kurier, wie sie nicht alle heißen, ja, auch vor Ort im Bayerischen Landtag zu unterstützen und aus diesem Bayerischen Landtag der Presse die entsprechenden Informationen zukommen zu lassen. Die können es ja nicht, die werden ja schon drangsaliert durch das Versammlungsgesetz. So sieht es nämlich aus. Und es ist doch ganz klar, die Einnahmen müssen wieder dahin, wo sie hergekommen sind, zu uns. Und die Freiheit muss auch wieder zurückkommen. Das sieht hier ja wohl aus. Auf gut Bayerisch, gebt uns, was die Nummer habt und schleicht euch. Ja. Der Sozialismus und der Nazismus waren ja gar nicht das Problem. Die üblen Typen waren es. Ja, die Repräsentanten dieses Systems. Und so wissen wir doch alle, dass der dicke Ozonen Gabi, der gasprofitische Schröder und sein lahmer Dackel Fischer und die Physikerin aus dem Osten und natürlich das doppelte Lottchen Beckstein Huber bestimmt nicht dazu da sind, uns das Leben zu erleichtern. Wollen und sollen wir da weiter zusehen, frage ich euch. Nein! Wir müssen unserem Bundesvorsitzenden die Route halten, damit er auch weiterhin an den entsprechenden Möglichkeiten seinen exzellenten Strahl absondern kann. Denn hier in Bayern zählt ein Hesse, einer, der ansässig ist in Hessen, der ist schon fast zur Gruppe der Ausländer. Und davor müssen wir ihn und uns schützen. Denn in Bayern ist es ja leider schon so weit, dass Ausländer, die in unseren Termen bakteriologisch verseucht werden, noch nicht mal in der Statistik erscheinen. Mir teilte das LGL, das bayerische LGL, mit, dass ein Österreicher mit Legionellen in einer bayerischen Therme mit Legionellen verseucht worden ist. Auf meine Nachfrage, warum steht der nicht drin in der Statistik? Ja, Ausländer erscheinen bei uns nicht in der Statistik. Tatsache. Das ist sicher nicht die bayerische Gastlichkeit und Sicherheit, die unsere Bevölkerung und unsere ausländischen Gäste von uns erwarten. Österreicher raus. Ebenso wenig erwartet unsere Bevölkerung, dass die Grünen sich mittlerweile in Bayern mit der CSU so freundschaftlich verbandeln, dass sie der freien Presse doch glatt per E-Mail vorschlagen, Interviews zur Landtagswahl nicht mit allen Parteien zu führen, beziehungsweise fordern sogar die Presse auf, veröffentlichte Interviews aus dem Medium zu entfernen. Ja, wo sind wir denn, bitte? Ist das der basisdemokratische Ansatz der Grünen, frage ich euch? Nein. Ebenso ist es ein Skandal, wenn man sich den Gesetzentwurf der Staatsregierung zum neuen Versammlungsgesetz ansieht. Nach dem Gesetzentwurf bilden wir zu zweit schon eine Versammlung. Herzlichen Dank. Dann werden wir gleich verhaftet. Prima. Spontanversammlungen sind nur noch in wenigen Ausnahmefällen möglich. Stellt euch mal vor, wir stehen wann auf der Straße in Nürnberg, in München, in der Oberpfalz oder in Niederbayern mit unseren T-Shirts oder mit unseren Uniformen. Bürgeruniformen! Mit den Bürgeruniformen! Ja?
Und wenn wir Ärzte sind, dann haben wir plötzlich einen Arztkittel an. Und dann kommt die Staatsmacht und sagt, nein, nix da. Da hat sich einer beschwert, ihr seid laut, jetzt heim. Ja, so schaut es nämlich aus mittlerweile. Auf Veranstaltungsleiter und Ordner kommen ganz eine Reihe neuer Pflichten zu. Wird dagegen verstoßen, ist der Versammlungsleiter, wie ich heute hier in dem Raum, doch glatt dann mit bis zu 3000 Euro dabei. Ja, das muss ich mal geben. Ich sag euch, das alles muss ein Ende haben.